Platz für viele Bücher. Ein Standort für die zentrale Landesbibliothek. Der ursprünglich angedachte ist durch den erfolgreichen Volksentscheid in Tempelhof vom Feld geflogen. Seitdem gibt es immer neue Ideen, wohin die Bücherreise stattdessen gehen könnte. Welche Vorschläge nur vorschnell sind und welche sich wirklich eignen könnten, darüber hat sich Florian Eckert Gedanken gemacht. Die Suche nach möglichen Standorten führt uns quer durch die Stadt, aber kein Stück näher an eine Lösung heran. Die Piraten können sich Bücher hier gut vorstellen. Ehemalige Stasi-Zentrale, etwa Haus 18, früher Kaufhalle, Friseur und Reisebüro für MFS-Mitarbeiter. Wir haben hier in der ehemaligen Stasi-Zentrale ein erschlossenes Gebiet mit einer Nutzfläche von 100.000 Quadratmetern. Und die Landeszentralbibliothek bräuchte nur 50.000. Und da sagen wir als Piraten, hey, lasst es uns doch da reinbauen, ist auch super für den Bezirk Lichtenberg. Das ist außerhalb des S-Bahn-Rings. Also wenn man sagt, die Zentralbibliothek Berlins sollte doch zentral sein. Und das, glauben wir, ist sehr, sehr wichtig, weil natürlich alle Leute oder die meisten unserer Benutzer kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da ist innerhalb des S-Bahn-Rings immer ein Kriterium gewesen. Zentral soll es also sein, vielleicht eine Erweiterung der Amerika-Gedenkbibliothek. Die ist nur 7.500 Quadratmeter groß, die ZLB benötigt aber 50.000. Zum einen wäre die Erweiterung der Amerika-Gedenkbibliothek wäre auch mit sehr umfassenden Neubaumaßnahmen verbunden, weil sonst kriegt man keine Erweiterung hin. Auch dafür habe ich übrigens eine gewisse Sympathie, weil dieser Standort ja eingeführt ist. Aber wenn man sozusagen eine Stadtidee verbinden will mit diesem Projekt, dann ist, glaube ich, das Stadtzentrum der richtige Ort. Wir sind für alles offen, was die Zentral- und Landesbibliothek in die Lage versetzt, richtig gut zu arbeiten. Heißt, auch ein Neubau zwischen Alex und Spree wäre in Ordnung, wie ihn die Linke vorschlägt. Völlig unklar ist aber, auf welchem Grundstück und zu welchem Preis. Hier in Tempelhof gibt es schon konkretere Pläne. Die Grünen wollen Bücher schon seit Jahren hier unterbringen. Nicht im Neubau auf dem Feld, sondern im Altbau. Wir wollen das Flughafengebäude zu einem Kulturhafen entwickeln. Es sind ja ohnehin schon Ateliers geplant. Das Alliiertenmuseum soll hier einen neuen Standort bekommen. Und als Ankerinstitution würde sich natürlich die Zentral- und Landesbibliothek hervorragend eignen. Auch das Flughafengebäude, also Tempelhof, hat natürlich große Probleme. Aber auch hier muss man einfach sehr, sehr sorgfältig prüfen. Sorgfältig prüfen ist auch in Charlottenburg das Zauberwort. Könnte es hier etwa irgendwann heißen, thank you ICC, hello ZLB? Ich glaube, es wäre eine deutliche Aufwertung des westlichen Endes, wenn man so sagen kann, der Westcity von Kudamm und Kantstraße und der umliegenden Kieze. Es ist verkehrstechnisch gut angebunden und wie ein namhaftes Architekturbüro festgestellt hat, wäre dieses Gebäude auch sehr gut geeignet. Das ICC ist einfach ein Gebäude, die Messe kann es schon nicht wirtschaftlich nutzen. Und für die Messe ist es gebaut. Und eine Bibliothek kann man nicht einfach in irgendein leerstehendes Gebäude tun. Auf einen Standort will sich die Leitung der ZLB noch nicht festlegen. Erstmal durchrechnen, welche Fläche sie benötigt und wo alle Bücher reinpassen. Entscheidung wohl erst 2016.